Wie schön, dass Sie da sind, Jenny Elvers. Dankeschön. Sie haben berichtet über Ihre harte Alkoholzeit, dass natürlich auch Hotels immer ein geschützter Raum waren. Und morgens beim Checkout, wenn gefragt wurde, hatten Sie was aus der Minibar? Ja, alles. War das die Standardantwort? Ja, alles. Wir haben Ihnen für heute Nacht auch ein Hotelzimmer gebucht. Ist das heute immer noch eine Klippe, die Minibar, dass da zwei Bier und ein Weißwein im Kühlschrank stehen? Nein, also wirklich gar nicht mehr. Denn also man muss das ja sehen, es ist 6 Jahre fast her. Das ist eine lange Zeit. Und am Anfang war es natürlich so, dass ich gesagt habe, das muss auch alles weg. Und, also vor dem Bezug des Hotels haben Sie angerufen und gesagt, räumt die Minibar aus. Ja, oder anrufen lassen. Und natürlich weiß man, wenn man frisch aus dem Entzug kommt, gar nicht damit umzugehen erstmal. Dieses, natürlich darfst du nicht trinken, aber auch das Umfeld sagt, natürlich, jetzt müssen wir auch alles wegschaffen, alles wegsperren, alles wegtun. Das kristallisiert sich sehr schnell heraus, dass das natürlich ein Irrglaube ist, denn Alkohol ist überall. In dem Moment, wo man es tatsächlich nicht darf, sieht man den, aber wirklich auch überall, ob es im Zug ist, im Flugzeug, allgegenwärtig, im Hotelzimmer. Ja. Es ist also völlig egal. Natürlich macht es einen vielleicht das einfacher, wenn das wirklich in der Tat dann nicht da ist. Aber das hat sich dann irgendwann auch wirklich einfach, das war dann okay, es kam einfach der Tag, wo das sowieso kein Thema mehr war. Was ja auch ein Zeichen für die Gesundung ist. Also dass natürlich, auch so ein Entzug und die Therapie nach Monaten und Jahren Das braucht auch seine Zeit, das ist ganz richtig. Also ich hätte jetzt zum Beispiel auch meine Biografie, dieses Buch, was natürlich auch noch andere Themen beinhaltet als nur den Alkoholismus, nicht zu einem anderen Zeitpunkt schreiben können. Also das muss man wirklich mit Abstand betrachten. Auch dieses drüber reden, das kann ich jetzt aus einer anderen Perspektive ganz einfach. Dieser unmittelbare Entzug, der passierte ja sehr schnell nach diesem tragisch legendären Talkshow-Auftritt. Eine Woche später schon hat sie ihr damaliger Mann Götz Elbertshagen in die Klinik gefahren, wo man ihm, wir haben es gerade gehört, gesagt hat, noch 6 bis 8 Wochen so weitermachen, das hätten Sie nicht überlebt. Es war tatsächlich direkt eigentlich nach diesem Auftritt. Also ich hatte am nächsten Morgen noch eine Pressekonferenz. Ja. Das war ja ein PR-Auftritt, ist es ja auch geworden, aber für eine andere Geschichte. Ja. Und ich sollte dann nach Hause fliegen. Und es war so abgesprochen, dass ich tatsächlich dann in die Klinik gehe. Und ich saß am Hamburger Flughafen und habe ein Flugzeug nach dem anderen wegfliegen lassen. Und das sind so auch ganz gefährliche Stunden, diesen Schritt natürlich erstens zu wagen, zuzulassen. Auf der einen Seite das Gefühl von Befreiung, weil es ging mir wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Und auf der anderen Seite habe ich mich natürlich zu Tode geschämt. Wer möchte das schon und dann auch noch öffentlich? Aber alleine auch im privaten Umfeld das zuzugeben, ist auch eine ganz große Hürde. Ihre Mutter hat Sie dann am Telefon ins letzte Flugzeug reingequatscht, das an dem Tag gegangen ist. Und so. Ja, Mamas können sowas. Und so kam es dann zu dem Entzug. Sie haben später gesagt, eigentlich wollte ich mich, ehrlich gesagt, zu Tode trinken. Also hatte das was Suizidales? Also natürlich, so muss man es auch wirklich sehen. Also wenn man eben anfängt zu reflektieren. Ein Entzug ist das eine. Die Ursachenforschung ist natürlich eine sehr, sehr wichtige. Woher kommt denn das? Also ich habe es mir auch nicht ausgesucht. Keiner, der eine Suchterkrankung hat, sucht sich das aus. Es ist wirklich so, dass natürlich ganz viele Menschen das nicht verstehen, weil es so eine vermeintlich hausgemachte Krankheit ist. Mhm. Ja? So, die ist doch selbst schuld oder der ist doch selbst schuld. Warum trinkt der denn? Natürlich hat es eine Ursache. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Haben Sie Ihre Ursache entdeckt, gefunden, natürlich, bekämpfen können? Ja, natürlich. Aber ich meine noch, es ist wirklich so, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und jemand mit einer Suchterkrankung hat halt wirklich Übergepäck auf der Seele. Und das ist natürlich die Ursachenforschung, die da ansetzen muss. Wo kommt es her? Was ist denn schiefgelaufen in deinem Leben? Ich würde gerne noch darüber reden, welche Rolle die Menschen um einen herum spielen. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass man eigentlich riecht, wenn jemand getrunken hat. Und schreiben, ich zitiere mal, deshalb muss diese eine Frage erlaubt sein. Götz, wieso hast du nichts gesagt? Wieso hat Ihr damaliger Mann nichts gesagt? Haben alle drumherum geschwiegen? Hat niemand mal die Hand gehoben? Ich kann Ihnen eins verraten. Als Alkoholikerin
wird man zur Meisterin der Täuschung. Das ist so. Man fängt, da fängt wirklich auch der Moment an, wo man sich seiner Sucht auch bewusst ist. Ja, der Kopf weiß das, der Körper schreit aber und sagt was ganz anderes. Und das ist dann ja das Gegenmittel sozusagen, um diesen Entzugserscheinungen zu entgehen. Also man wird zur Meisterin der Täuschung. Ich habe mein Umfeld belogen von vorne bis hinten. Das ist so. Natürlich ist es etwas, was ich habe ja funktioniert. Ja, also ich habe vor der Kamera gestanden. Lassen wir den Auftritt jetzt mal weg, da ja. den Absturzauftritt. Aber es ist ja auch nicht so, dass man das eben, wie gesagt, über Nacht wird. Es ist ein schleichender Prozess. Der Alkohol hat sich in mein Leben geschlichen, also schrittweise. Ich verstehe, also diese Perfektion macht es dann auch den Umstehenden im Umfeld natürlich wahnsinnig schwer, beziehungsweise sehr leicht, sich darüber hinwegzutäuschen und zu beschwichtigen. Ganz wichtig, es ist auch wirklich nicht an dieser Stelle, es ist meine Schuld. Ich habe getrunken. Es hat mich keiner dazu gezwungen, es hat mich keiner dazu getrieben. Und also da muss ich natürlich auch wirklich mein Umfeld da auch an diesem Punkt auch in Schutz nehmen. Das ist ein gutes Stichwort, weil umso wichtiger ist es, dass wir alle unseren eigenen Alkoholkonsum selber mal kritisch hinterfragen. Sie können das tun. Auf sterntv.de haben wir einen Selbsttest. Da kann jeder seinen Alkoholkonsum mal einschätzen lernen. Und für die, die betroffen sind, haben wir dort auch Anlaufstellen und hilfreiche Informationen zusammengestellt. Ich freue mich, dass es Ihnen heute so gut geht. Und ich freue mich vor allem über die Offenheit, mit der Sie sprechen, weil wir gelernt haben, dass Heimlichkeit und dass Täuschung oft auch Teil des Problems ist. Und insofern möge Ihre Offenheit auch vielen anderen helfen. Alles, alles Gute und danke, dass Sie hier sind, Herr Neuser. Danke. Dankeschön.